Ja, liebe Tauernschicken-Freunde, wir sind heute beim Tauernschicken-Züchter der ersten Stunde, beim Hans Wallner, am Peterlhof am Fröstelberg in Rauris, im Raurisser Tal im Salzburger Land. Und wollen heute einfach mal schauen, wie das Zuchtergebnis der heurigen Saison bei ihm ist. Ihr wisst ja, dass vor kurzem das Buch erschienen ist, Mythos Tauernschicken. Und in dem Buch kommt natürlich auch der Hans Wallner vor, mit einem schönen Porträt über seine 40 Jahre Zuchttätigkeit. Er ist ja der die letzten Tiere der Tauernschicken-Rasse noch einmal zu einer Herde verbunden hat und hat dann über 4 bis 5 Jahrzehnte systematisch die Tauernschicken-Ziege gezüchtet. Und heute kann man sagen, ist die vom Aussterben bedrohte Rasse einmal vorübergehend gesichert. Es gibt ca. 200 Züchter und 1500 Herdebuchtiere. Und in dem Buch, das man natürlich auch bestellen kann, auf www.mythostauernschicken.com, kann man sehr viele Züchter sehen, sehr viel erfahren über die Tauernschickenzucht, über das Zuchtgeschehen im Jahresverlauf. Natürlich auch Kochrezepte, aber hauptsächlich geht es um die Almen und ums Leben der Tauernschicken und ihrer Züchter. Und jetzt schauen wir, ob der Hans da ist und ob wir in seinen Stall rein dürfen und schauen, wie viel Kitz er heuer gekriegt hat. Genau, wir sind schon ganz gespannt auf deine Kitz. Heuer hast du ein gutes Jahr? Ja, ich habe 4 Tage, mit den Hennen habe ich 4 Tage 34 Kitz gekriegt. Ja. Und für einen Viechzüchter ist das einfach die schönste Zeit im Jahr, wenn es halt die Jungen gibt. Und es ist sehr gut gelungen, alles gesund. Fein. Und ich werde es jetzt gleich zahlen. Super. Dass es so schön ist, ist ja auch ein Glücksfall, gell? Ja. Das hat genau die Zeichen, was die Tauernschicken haben müssen. Den schönen Bläs von euch. Was ist das, gell? Der Bläs? Ja. Ja. Rein und ein paar Zeiten eine ordentliche Schäckung. Ja. Fast gleich. Farbverteilung wunderschön. Füße eher dunkel. Ja. Schwarz bis gescheckt haben wir sie in der Beschreibung stehen. Also sowas ist natürlich auch für einen Züchter ein Glücksfall, dass so gelingt. Und die Dreifärbigkeit ist auch wichtig. Die Dreifärbigkeit ist eigentlich das Markenzeichen für die Tauernschicken. Schwarz, braun und weiß. Und heuer haben wir Füßhörner was, ziemlich der Vorschrift entsprechend. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und wer ist da jetzt da der Vater von dem Raumkitz? Das ist der. Da ist der Gessler, Vater. Gessler? Der stammt auch aus deiner Zucht? Aus der Eigenzucht, ja. Mhm. Ich fahre aber mit 2 weg, dass ich möglichst wenig in die Verwandtschaft komme. Ja. Meistens mit einem Bock aus der Eigenzucht und dann aus Zukauf. Und dann wird die Herde geteilt, die Verwandtschaft geteilt und nachher hoffen wir, dass das gut rauswächst. Du und da oben hast du ja die Mutter aufgeschrieben, oder? Ja. Du hast ja da so einen Tafel. Das heißt, die Krone ist die Mutter. Ist ja. Und ist sie 2008 geboren. Okay. Ihr Vater ist der Igor. Und nachher hat sie am 19. Jänner die Zwillinge gehabt, 2 weibliche. Belegt ist am 16. August geworden, also genau. Also gut, ja, gut 5 Monate. 5 Monate ist die Trockzeit. Ja, 5 Monate ist die Trockzeit. Okay. Und der Dickbock ist der Gessler, steht also um. Wenn es kommen, ja, viele Leute in den Stall, auch Züchter, interessierte Leute, und dass man nicht an jedem wieder alles extra erklären muss, haben wir das gleich auf die Tafel aufgeschrieben. Nachher hat ja jeder, den was interessiert, gleich die Information. Da haben wir ganz ein schönes. Das hat alle Vorschriften, sogar weiß, Klicker, eine Menge auch dran noch. Das müssen sie nicht haben, aber es ist sozusagen eine Zierde der Natur, dass sie da die Hautausbuchtung, die Menge hat. Weiß sie auch, das ist ganz was Schönes dieses Jahr. Da. Ja, ganz wichtig ist nach der Geburt, dass sie mal die Kolostralmilch bei der Mutter kriegen. Und dann bleiben sie eigentlich 3 Monate bei der Mutter, wie gesagt. Und die, die nicht zur Zucht geplant sind, kommen nachher als Osterkitz weg. Und die anderen laufen eigentlich den ganzen Sommer mit der Mutter mit auf der Alm. Im Herbst sind sie nachher schon so, dass man es belegen kann.
Mit einem Jahr kitzelt er selber wieder. Die Dahnschecken sind eine sehr fruchtbare Rasse. Die sind, haben meistens Zwillinge. Vielleicht die Erstlinge, die so eins haben, aber die ausgewachsenen Rasse haben meistens Zwillinge, auch mitunter Drillinge. Ja, nachher geht der Ernst des Lebens an. Werden sie dann bewertet bei der Versteigerung immer als offen, die was man verkauft. Die werden dann schon bewertet. Nach Preisklassen und nachher das nächste ist noch die Herdebuchaufnahme. Die Besten kommen noch mit 2 Jahren zur Bockmutteraufnahme. Und nachher kann man Böcke anziegeln. Für die besten Gassen züchten wir die Böcke raus. Das soll auch schöner werden. Das soll mein Bock werden, wenn er sich glücklich entwickelt. Das ist ja eine ganz lustige Idee, gell? Schaut, 3 Flecke, genau wie ihr Mutter hat auch 3 so Flecke. Du, und wann gibt es dann die Kids einen Namen? Erst nach der Entscheidung, ob es zur Zucht. Ja, aufnimmst. Namen kriegen sie bald einmal. Wenn sie eingreisen wird in den Computer in Salzburg beim Zuchtverband, haben sie eigentlich schon einen Namen gegeben. Also auch vor der Vermarktung? Also vor der Vermarktung. Wenn sonst die Kids waren. Meistens mit 2 Monaten kriegen sie schon einen Namen. Du, und wie benennst du deine Kids? Die männlichen nach dem ersten Buchstaben vom Vater und die weiblichen haben sie den gleichen ersten Buchstaben von der Mutter. Die darfst jetzt alle da in einer Box sein, oder? Ja, weil sie sind einfach zu ungut mit den Müttern. Mhm. Wenn sie älter werden, kann man ihre Box nicht mehr so gut bei der Mutter lassen, weil wenn die Gas fristen, dann sind sie immer beim Atem und zuzeln dann mal dumm. Mhm. Und wenn sie liegen, stehen sie auf dem Rücken oben und tun dann auf der Gas einmal dumm. Das kann man der Gas mit der Zeit noch nicht mehr zumuten. Gell? Mhm. Dann haben wir sie den Tag 3-mal nachher und zu der Mutter lassen. Okay. 38 werden es werden. Hast du immer mehr gehabt? Ja, vor 40 Jahren. Okay. Vor 40 Jahren habe ich schon mal 42 gehabt, 39 Löwen und 42 geboren. Vor 40 Jahren schon. Okay. Und eine große Herde gehabt haben damals? Ja, ein bisschen größer wie jetzt. Und für mich ist das schon die 46. Abkitz-Saison mit den Dahnschecken. Die 46. Saison schon. Und wenn du hochrechnest, wie viele Kids hast du schon? Ja, das lassen sie alles. In deinem Buch steht alles drin, gell? In die Bücher steht alles drin, das lassen sie alles. Schätze mal. Nachzählen. Ja, traue ich mir jetzt nichts sagen, aber das sind Tausende. Das sind Tausende, die 46 Jahre. Ja.